Ja, und darf Sie auch alle herzlich begrüßen zu meinem Vortrag über Visual Content Browsing. Es geht dabei um eine Kombination von explorativer Suche mit automatischer Inhaltsanalyse von multimedialen Daten, beziehungsweise hauptsächlich Videos und Bilder. Und hier mein Vortrag gegliedert in folgende Teile. Ich werde beginnen mit einer relativ langen Motivation, weil ich denke, dass viele da nicht genau wissen, was Video Retrieval eigentlich genau heißt, was da dahinter steckt und mein Thema eigentlich darauf aufbaut. Im Anschluss werde ich dann erklären, was bedeutet Video Browsing und einige Beispiele von Videobrowser vorstellen und auch über die Evaluierung von Video Browsing Tools reden. Bevor ich dann noch auch kurz auf Image Browsing eingehe, weil das auch direkt damit verbunden ist. Und dann gibt es einen sehr starken thematischen Wechsel, nämlich zu Analyse von medizinischen Endoskopie-Videos. Die passen aber trotzdem dann wieder ganz gut zu dem Thema von vorher dazu. Und am Ende möchte ich dann auch meine kurz- und mittelfristigen Forschungsziele kurz vorstellen. Okay, zu Beginn ein Beispiel. Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein Video suchen, beispielsweise eine Torszene von David Alaba gegen Juventus Turin bei der Champions League? Welches Tool benutzen Sie dafür? Nachdem das eine Szene ist, die vielleicht mehrere Leute interessiert, öffentliches Interesse steckt dahinter und möglicherweise auch in einem öffentlichen Archiv gespeichert ist und vielleicht sogar textuelle Annotationen besitzt, ist das relativ einfach. Man geht einfach zu YouTube, tippt ein Alaba, Juventus und Goal und im Optimalfall erscheint dann das Video natürlich an der ersten Stelle. In dem Fall ist es sogar genau mit dem Namen versehen, deswegen ist das in dem Fall so einfach. Viel schwieriger hingegen wird es, wenn man ein Video sucht in einem eingeschränkten Bereich, zum Beispiel im privaten Bereich, Aufnahmen der Kinder oder vielleicht im Medizinbereich, das ist ja lokal nur pro Krankenhaus dann verfügbar und es ist ein subjektives Interesse, meistens ohne Annotationen und da ist die Frage, welches Tool verwendet man für diese Suche? Die Antwort ist, man könnte ein Video Retrieval Tool verwenden, wenn man ein Experte ist zumindest. Wie das genau funktioniert, werde ich gleich vorstellen. Aber man setzt eine Suche ab nach verschiedenen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Suche. Text, Beispielbild, vielleicht auch Konzeptauswahl und so weiter. Und dann kriegt man eine Ergebnisliste, die sortiert ist, absteigend sortiert nach den besten Ergebnissen. Und man sieht das hier am Beamer wahrscheinlich sehr schlecht. Man kann dann durch diese 1700 Seiten durchblättern und hoffentlich ist dann das Video irgendwo dabei. Das Problem bei Video Retrieval im Allgemeinen ist, der Benutzer muss wissen, wie das System funktioniert. Ich habe schon erwähnt, bei der Suche geht es darum, entweder gibt man Text ein, dieser Text wird dann für eine Textsuche verwendet, mit Text, der automatisch zu den Inhalten annotiert wurde, durch Inhaltsanalyse. Es werden da zum Beispiel solche Deskriptoren verwendet, Farbanalyse, verschiedene Farbanalysen, Kantenanalyse, Texturanalyse, Objekterkennung oder auch gewisse Local Features, das heißt Keypoints, die markante Punkte in Bildern darstellen oder Gesichtserkennung und so weiter. Und zusätzlich gibt es auch zu diesen Visual Features und nur Text gibt es auch noch semantische Konzepte, die man versucht mit einem Classifier zu trainieren, auch auf Basis der visuellen Daten. Und irgendwann verbindet man dann all diese Features. Das nennt man dann Feature Fusion, da gibt es auch Unterscheidung Late Fusion, Early Fusion und so weiter. Jedenfalls am Ende kommt dann eine gerankte Liste heraus, wo das Best bewertet ist oder das Video, dass das System glaubt, dass es am besten an der ersten Stelle steht und das wird dann absteigend sortiert. Das funktioniert grundsätzlich sehr gut, wenn man ein Experte ist, wenn man weiß, wie man das Programm bedienen muss und welche Stärken und Schwächen ein Video Retrieval Tool hat. Es gibt aber sehr gut dokumentierte und bekannte Probleme vom Video Retrieval, auch Image Retrieval. Zum Beispiel Sensory Gap bedeutet, es gehen schon Informationen bei der Aufnahme des Bildes oder des Videos verloren. Semantic Gap, viel schlimmer, bedeutet, ein Mensch kann viel mehr Informationen aus einem Bild herauslesen, als das der Computer mit einer Pixelanalyse kann. Da unten ist ein Beispiel von zwei Bildern mit Bären.
Also ich glaube, das wird jeder sofort erkennen, das sind Bären, Eisbären und Braunbären zum Beispiel. Der Computer allerdings mit einer Pixelanalyse wird das relativ schwer herausfinden oder diese zwei Bilder als ähnlich einstufen. Üblicherweise werden solche Bilder in Video- oder Image-Retrieval-Tools nicht als ähnlich erkannt. Zusätzlich gibt es auch ein sogenanntes Performance-Gap. Es ist bekannt, dass Image- und Video-Retrieval-Tool nicht gut funktioniert für einen breiten Bereich. Das heißt, wenn man sehr viele unterschiedliche Inhalte hat, zum Beispiel alle Videos der Welt, dafür funktioniert das nicht gut genug. Es funktioniert aber auch nicht gut genug, wenn der Bereich zu eingeschränkt ist. Das heißt, wenn man nur Bilder von einer Blumenart beispielsweise hat, weil das dann nicht gut genug unterscheidbar ist. Und es ist außerdem bekannt, dass Classifiers eine gewisse Affinität zu der Datenbank haben, auf der sie trainiert wurden. Das heißt, wenn man das auf Datenbank 1 trainiert und dann auf Datenbank 2 anwendet, dann gibt es einen starken Performance-Rückgang. Üblicherweise werden diese Tools mit Mean Average Precision bewertet. Das ist die durchschnittliche Genauigkeit über alle Queries. Und hier unten ist das Beispiel angegeben, Mean Average Precision von dem IBM-System, das ich hier vorhin vorgestellt habe, von 2007, ist 0,02. Und das ist sehr, sehr gering, weil der maximale Wert wäre 1,0. Also es wären wirklich sehr viele Queries nicht gut beantwortet. Okay, und zu guter Letzt, es gibt auch noch ein sogenanntes Usability Gap. Das bedeutet, es ist für Benutzer sehr schwer verwendbar. Wenn man ein Bild oder ein Video sucht, hat man meist kein gut passendes Beispielbild zur Verfügung, weil sonst würde man es ja nicht suchen. Wenn man nach Text sucht, gibt es oft das Problem, dass man das vorgestellte Bild oder das vorgestellte Video nicht beschreiben kann durch Text. Also ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, dass man ein solches Bild hier links relativ schwer in Text beschreiben kann. Und viel schlimmer ist es natürlich, wenn man ein Video beschreiben muss. Also wenn schon ein Bild schwierig ist, dann eine Sequenz von Bildern ist meistens wirklich problematisch. Und gut, das war jetzt mal diese Motivation. Video Retrieval gibt es schon sehr lange, Image Retrieval natürlich gehört auch dazu. Funktioniert in gewissen Situationen gut, aber in vielen Situationen nicht besonders gut. Und viele Benutzer haben auch kein Video Retrieval Tool zur Verfügung. Und deswegen beschäftige ich mich schon länger mit Visual Content Browsing. Im Gegensatz zu Retrieval wird hier explorative Suche verwendet. Es ist eine Kombination von automatisierter Inhaltsanalyse und interaktiver Suche, beziehungsweise automatisierter Suche und interaktiver Suche und integriert den Benutzer und auch das Wissen des Benutzers. Das heißt, man versucht, den Benutzer dabei zu unterstützen, sein vorgestelltes Bild oder Video zu finden, das er oft selbst nicht beschreiben kann, aber er wird es sofort erkennen, wenn er es sieht. Und es gibt eigentlich zwei verschiedene Arten von Browsing. Das erste ist, man hat wirklich einen speziellen Bedarf und sucht ein Bild oder ein Video. Im zweiten Fall möchte man nur den Inhalt einfach durchsuchen, also explorativer Art. Dass man sieht, welche Hochzeitsbilder habe ich letztes Mal gemacht in meiner Sammlung. Ich habe hier diese vier Bereiche generell identifiziert, das heißt Browsing innerhalb eines Videos, Browsing innerhalb einer Video-Collection, Browsing innerhalb von Bild-Collections und aber auch Browsing im Zusammenhang mit Video- oder Image-Retrieval, nämlich Browsing der Ergebnisse. Haben wir es vorhin gesehen, diese 1700 Seiten sind in Wirklichkeit genau dasselbe als Image-Browsing. Nicht ganz dasselbe, weil sie eben schon gerankt sind. Okay, ein Beispiel für einen Videobrowser, der es ermöglicht, innerhalb des Videos besser zu navigieren, wäre einfach der aktuelle YouTube-Browser, der inzwischen dieses Vorschaubild bereitstellt. Und wenn man mit der Maus hier drüber fährt, wird das immer schon angezeigt und man weiß ziemlich genau, wohin man springt. Das war ja sehr lange nicht der Fall. Und ich beschäftige mich auch schon länger mit diesem Thema und habe da unter anderem den Video Explorer auch vorgeschlagen als Unterstützung für die Suche in einem Video. Der bietet mehrere Varianten der Navigationsunterstützung. Ich werde das dann später erklären. Also hier unten sieht man solche visuellen Navigationsleisten. Auf der rechten Seite sieht man Ergebnisse einer on the fly ausgeführten Query im Hinblick auf
ein Segment oder einen Bereich im Bild. Kurz zu diesen Navigationsleisten. Das ist ein allgemeines Konzept, wo eine Navigationsleiste aus einem Übersichtsbereich besteht. Dieser Übersichtsbereich hat ein Fenster, das man verkleinern, vergrößern kann und verschieben kann. Und im Detailbereich werden dann sozusagen Informationen von hier oben viel genauer dargestellt. Und der Benutzer kriegt dadurch die Möglichkeit, durch lange Videos auch effizient zu navigieren. Gut, und eine solche Visualisierung ermöglicht es natürlich jetzt, ähnliche Szenen oder Near Duplicates sofort zu erkennen als Benutzer. Es kommt jetzt wieder das Wissen des Benutzers ins Spiel. Auch wenn man eine abstrakte Visualisierung benutzt, kann der Benutzer das verstehen. Ein weiteres Beispiel wäre auch Bewegungsvisualisierung durch Farben. Da haben wir Bewegungsvektoren, die aus dem komprimierten Videostrom entnommen wurden, klassifiziert in verschiedene Richtungen und Bewegungsintensitäten. Und das wurde dann durch Farben aufgetragen. Also diese Farbe wäre dann für Bewegung nach rechts oder grün für Bewegung nach links. Weiß wird verwendet, um keine Bewegung darzustellen. Und je intensiver die Farbe, desto schneller die Bewegung. Sieht man hier unten, das ist grün, beginnt langsam, wird dann schneller. Man kann auch sehr leicht Stellen identifizieren, wo es mehrere Richtungen der Bewegung gibt, wie hier zum Beispiel, das wäre dann ein Zoom oder eine Kamerafahrt. Gut, und eigentlich das Interessanteste dabei ist, dass der Benutzer sofort wieder im gesamten Video erkennen kann, wo überall solche Szenen vorkommen, und das sind in dem Fall Absprungszenen von einem Skisprungvideo, und dadurch kann man sehr schnell dorthin springen. Okay, ein weiteres Beispiel ist inhaltsbasierte Suche auf Basis eines vom Benutzer definierten Bereichs. Wenn der Benutzer zum Beispiel sagt, mich interessieren jetzt alle Szenen im Video, wo diese Ergebnistafel zu sehen ist, dann markiert er die einfach und es wird dann on the fly das gesamte Video durchsucht. Hier wird Farblayout verwendet, das heißt, das Farblayout im selektierten Bereich wird mit allen anderen Frames verglichen und das liefert dann eine Ergebnisliste zurück und der Benutzer kann durch diese Ergebnisliste browsen. Gut, noch etwas kurz zu diesem Motion-Histogramm, das ich vorher vorgestellt habe. Wir haben das auch verwendet, um Videos zu identifizieren in längeren Videos. Es ist sehr oft der Fall, dass jemand wissen will, wo wird mein Video gesendet. Beispielsweise ein Werbeclip, der Erzeuger des Werbeclips will wissen, wer sendet dieses Video, wie oft wird das gesendet, zu welcher Zeit und so weiter. Und mit diesem Motion-Histogramm geht das relativ einfach. Also wir haben da Musikvideos verwendet von verschiedenen Sendern mit unterschiedlichen Overlays. Also die Farben ändern sich teilweise sehr stark, aber die Bewegung bleibt natürlich sehr ähnlich oder gleich. Und wir haben einfach das Motion-Histogramm dann von dieser Signatur über das gesamte Video gesucht, das heißt ein Vergleich durchgeführt, und es ist natürlich so, wenn man jetzt von vorne nach hinten sucht, dann identifiziert man diesen Bereich vielleicht, der stimmt überein mit einer gewissen Genauigkeit, und es ist so, dass auch wenn der leicht verschoben ist, das heißt, wenn das erste Bild hier oben nicht genau das erste Bild hier unten ist, stimmt das trotzdem relativ gut überein, zum Beispiel eine Sekunde verschoben. Deswegen bekommt man eigentlich schlussendlich dann mehrere Übereinstimmungen und man möchte ja die beste Übereinstimmung finden, damit man genau weiß, wo diese Szene startet. Das heißt, man muss dann Überlappungen natürlich entfernen. Wir haben da einfach gesagt, wenn es eine gewisse Länge unterschreitet, werden die Szenen automatisch entfernt und dann, wenn es auch noch trotzdem weitere zeitliche Überlappungen gibt, wird einfach diese Szene genommen, die die beste Übereinstimmung, also geringste Distanz hat. Gut, also so viel mal zum Video-Browsing innerhalb eines Videos. Ein weiteres Beispiel eines Browsers, der es ermöglicht, durch ein Archiv von Videos zu browsen, ist dieser von Manfred Del Fabbro implementierte Player, der paralleles Playback erlaubt. Das heißt, man kann gleichzeitig mehrere Videos abspielen und somit gleichzeitig mehrere Videos auch anschauen. Bis zu 3x3 funktioniert das noch relativ gut. Das ist flexibel programmiert, also man könnte auch 5x5, aber das ist dann schon eine gewisse Informationsüberladung. Das funktioniert
über mehrere Videos oder auch innerhalb eines Videos. Und man sieht das hier wieder, man kann in ein Video hineingehen, dann wird dieses Video zeitlich einheitlich aufgeteilt, also Uniform Sampling. Und dann kann man wieder in das zweite Viertel gehen, wird das zweite Viertel wieder geviertelt und so weiter. Das heißt, man kann hierarchisch nach unten gehen, bis man dann dort an dieser Stelle ungefähr ist, wo man die gesuchte Szene vermutet. Nachdem das relativ unübersichtlich wird dann mit der Zeit bei dieser Visualisierung, haben wir auch versucht, das etwas besser zu visualisieren und eine 3D-Ansicht erstellt, wo eigentlich ein Ring verwendet wird und man kann hier jetzt zum Beispiel diesen Teil des Ringes, oder ich glaube diesen Teil des Ringes, aufklappen und dann wieder so nach unten gehen. Und man sieht eigentlich die gesamte Hierarchie oder die Historie, wo man schon war, und man kann die Ringe auch drehen und so weiter. Man kann verschiedene Perspektiven dann auch einstellen, damit man einen besseren Überblick behält. Gut, also so viel mal zu den Beispielen. Jetzt möchte ich weitergehen. Wie kann man solche Tools evaluieren? Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, Benutzerstudien durchzuführen. Benutzerstudien sind meiner Meinung nach eine sehr gute Möglichkeit, weil die zeigen den echten Nutzen für einen Benutzer. Die zeigen auch unerwartete Ergebnisse manchmal, sind leider nur sehr mühsam durchzuführen. Das heißt, wir haben zum Beispiel das Problem, dass relativ wenige Studenten sich motivieren lassen, bei solchen Studien teilzunehmen. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass es oft sehr vorteilhaft ist, so etwas durchzuführen. Ein Nachteil dabei ist vielleicht, dass man alle möglichen Benutzer bekommt, beziehungsweise nicht auswählen kann, wie hoch der Level, also der Expertise ist. Das ist dann oft nicht direkt vergleichbar. Kommt immer darauf an, für welchen Bereich das Tool dann auch hinentwickelt wurde oder die Methoden. Eine weitere Möglichkeit wäre es, Benutzersimulationen durchzuführen. Es gibt Kollegen, die das tun, die gehen zum Beispiel her und schauen sich an, wie viele Schritte braucht der Benutzer, um bei diesem Tool zu dem gewünschten Zielbild oder Zielvideo zu kommen, mit der Annahme, dass er immer alles optimal durchführt oder auch immer alles am Bildschirm erkennt. Ist meiner Meinung nach sehr fragwürdig. Es gibt nur eine Näherung eigentlich des Ergebnisses. Benutzerstudien sind da viel realer, zeigen den wirklichen Nutzen. Es gibt aber natürlich noch eine weitere Möglichkeit, das wären internationale Wettbewerbe, zum Beispiel der Videobrowser Showdown oder TrackQuit, das ist auch ein solcher Wettbewerb, das werde ich später noch erklären. Aber die kombinieren die Vorteile von Studien und Simulationen in dem Sinn, dass es relativ schnell geht, weil es parallel evaluiert werden kann, im gleichen Kontext natürlich, und meistens sind auch nur Experten dabei. Das ist vielleicht für manche Vorhaben ein Nachteil. Aber die zeigen auch den echten Benefit und vor allem auch im Zusammenhang mit der optimalen Verwendung. Das heißt, die Experten, die werden im Normalfall schon wissen, wie man deren Tool oder deren Methoden optimal verwendet. Und dadurch ist es gut vergleichbar. Und der Videobrowser Showdown wurde von mir ins Leben gerufen. Wir haben das erste Mal bei der MMM-Konferenz in Klagenfurt im Jänner 2012 durchgeführt mit 8 teilnehmenden Teams im SEPAC-Hotel. Man sieht das hier unten. Das ist jetzt Gott sei Dank fortgesetzt worden, also heuer in China mit 6 Teams. Letztes Jahr, also bei 2012, waren mehr, weil auch viele Klagenfurter Teams dabei waren, Studententeams, 2 zum Beispiel. Und 2014 wird das dann in Irland stattfinden. Und das wird jetzt ausgeweitet auf einen Workshop. Es war bisher nur eine einstündige Veranstaltung, die öffentlich für das gesamte Konferenzpublikum war, und jetzt möchten wir einen 4-Stunden-Workshop, damit wir einfach viel mehr Tasks durchführen können, um dann auch bessere Auswertungen, also statistische Signifikanzanalysen und so weiter durchführen zu können. Jedenfalls ganz kurz nur, es gibt einen Server, der zeigt auch, wie gut momentan die Teams performen, und es gibt halt viele verschiedene Suchaufgaben, die dann parallel durchgeführt werden müssen. Ja, noch ein paar Fotos von 2012. Was ganz interessant ist, das war ein Kollege aus Singapur, der hat einen sehr, sehr komplizierten Videobrowser implementiert. Kompliziert in der Hinsicht, dass da Konzepterkennung verwendet wurde, Bewegungsanalyse, Texturanalyse, Farbanalyse und so weiter. Interessant dabei war, dass Manfred Del Fabro,
mit diesem parallelen Videoplayer trotzdem gewonnen hat, trotzdem viel schneller war beim Suchen. Und ja, das gibt natürlich der Hoffnung, dass man auch viel mehr in die Interaktion investieren soll und nicht nur in die automatische Analyse. Kurz auch zu TrackQuid. Ich erwähne das deswegen, weil wir auch zweimal schon bei TrackQuid teilgenommen haben. Da gibt es einen sogenannten Known Item Search Task, der simuliert die Situation, wo ein Benutzer ein bestimmtes Video finden will. Er weiß, wie das Video aussieht, er weiß nur nicht, wie er zu dem Video kommt. Und das wird dort so simuliert, dass ein Text vorgegeben wird, 400 Queries. Und dann muss man eine Textsuche automatisch durchführen. Und es gibt automatisch und interaktiv. Beim Interaktiven, das sind nur 24 Aufgaben und die muss man eigentlich im Anschluss des automatischen Rankings dann durch Browsing finden. Ein Beispiel dazu: Find a video of President Bush standing near sea vessels with Coast Guard members talking about his pride of the Coast Guard, immigration and security issues. So diesen Text gibt NIST, also das National Institute for Standards and Technology, vor, beziehungsweise die Organisatoren. Und das verwendet man dann in einem automatischen Tool. Man kriegt dann diese Liste der Ergebnisse. Wenn man Glück hat, ist das Video relativ weit vorne dabei und man kann es dann relativ einfach identifizieren und abspielen und sagen, okay, genau, das ist das Video, ich schicke das jetzt ab. Das Problem ist nur, es sind insgesamt 8000 Videos dort in Verwendung und die sind alle sehr, sehr niedrige Qualität, also YouTube-Videos vor 6 Jahren circa. 290 Stunden und man muss eine solche interaktive Query in 5 Minuten lösen. Und wir haben letztes Jahr das erste Mal interaktiv teilgenommen, 2010 automatisch. Und dabei haben wir folgenden Ansatz verwendet, also zunächst automatische Suche aufgrund von Metadaten, die schon dort zur Verfügung gestellt werden von den Organisatoren. Die sind aber sehr rudimentär. Bei manchen Videos überhaupt gar nichts. Manchmal ja, Blödsinn sozusagen. Dann zusätzlich haben wir verwendet Automatic Speech Recognition, Farbanalyse, semantische Konzepte, Musikerkennung. Das wurde alles annotiert zu den Videos, um dann durch eine automatische Suche die richtigen Videos zu finden. Vielleicht, was ich noch vergessen habe, bei diesem automatischen Task muss man nur eine Rankingliste abschicken. Und zusätzlich haben wir dann aber für die interaktive Suche einen Filtering-Ansatz verwendet. Das heißt, man kann dann nochmals die ganzen Ergebnisse, wir haben nur 800 Ergebnisse, nicht 8000, zurückgeliefert und der Benutzer konnte dann diese Ergebnisse filtern. Weil wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, er schafft nicht mehr als 800 Ergebnisse durchzugehen. Wir bieten ihm aber Filtering-Möglichkeiten, dass er nochmal nach Farbe, Konzept, Musik, Sprache und so weiter filtern kann. Und so sieht dieses recht einfache Tool aus. Auf der linken Seite kann man einfach auswählen, ob jetzt in der Ergebnisliste alle Videos entfernt werden sollen, die eine gewisse Farbe durch die automatische Analyse beinhalten oder eben nicht beinhalten. Auf der rechten Seite Konzepte und da oben gibt es noch Musik, Language und so weiter. Und wir sehen hier oben die automatische Query. Also es ist im Grunde eine interaktive Query, aber die wird zunächst automatisch gesucht. Da steht, find a video of yellow bus driving down winding road in front of building with flags on roof and driving past geishas. Also im Normalfall kriegt man hier 800 Ergebnisse und das Problem ist, es ist hier oben zum Beispiel auch gelb enthalten. Nur natürlich hat das Gelb hier keine Gewichtung. Das heißt, gelb wird genauso gewichtet wie off. Und das bedeutet, dass dieses Video, das wir hier schon sehen, das ist das Zielvideo, im Normalfall nicht besonders weit vorne ist. Der Benutzer hingegen weiß das ja, wenn das ein gelber Bus sein muss, dann muss dieser Bus relativ viel im Bild in Anspruch nehmen und dadurch wird sicherlich die Farbe gelb erkannt worden sein. Und deswegen kann er hergehen, sagen, ich möchte überhaupt nur alle Ergebnisse, wo viel gelb vorkommt. Und es wird ziemlich sicher eine Landschaftsszene sein und dadurch schränkt er dann die 800 Ergebnisse auf nur noch 7 Ergebnisse ein und kann den Bus dann relativ schnell finden. Wir haben das im Anschluss evaluiert. Man sieht hier in der ersten Spalte die Original
Query-IDs von TrackWid. Zweite Spalte Suchposition oder Ergebnisposition durch die automatische Suche. Und in der dritten Spalte dann die Suchposition durch ein einfaches Filtering mit einem Konzept oder und oder Farbe. Und da sieht man ganz gut, für viele solche Queries von den 24 interaktiven kann man die Suchposition wirklich deutlich verbessern. Also zum Beispiel hier unten ist ein gutes Beispiel von 133 auf 1. Und dadurch ist man nicht nur viel schneller, sondern findet dann auch viel mehr Queries oder kann mehr Queries beantworten. Gut, soviel zum Thema mal der Evaluierung. Es geht jetzt noch weiter mit Image Browsing. Ja, ich habe mich dabei, also es ist eigentlich sehr stark verbunden mit Video Browsing, weil dort viele Leute Bilder verwenden, um Videos zu repräsentieren. Also Vorschaubilder beispielsweise. Und wir sind drauf gekommen, bei TrackWid verwenden fast alle diese zweidimensionalen Listen fürs Browsing. Und das gibt es auch natürlich in der Praxis sehr häufig bei File-Browser, Windows Explorer, Apple Finder und so weiter. Und es gibt aber gewisse Limitierungen von solchen Tools. Einerseits zeigen sie immer nur einen Ausschnitt. Das heißt, es ist schwer, Bilder zu vergleichen, vor allem wenn es viele Bilder sind. Es ist auch nicht eine besonders gute Ausnutzung des Bildschirmplatzes. Und sie erlauben es zum Beispiel nicht, dass man ein Bild, das sich hier oben befindet, oder eigentlich ein Bild, das sich hier unten ganz am Ende der Liste befindet, gleich schnell finden kann, wie ein Bild, das sich ganz oben befindet. Das ist wirklich lineare Suchzeit und je mehr Bilder, desto länger natürlich. Und wir sind auch drauf gekommen, dass Benutzer sehr oft ein solches Suchverhalten zeigen, dass sie durch die ganze Liste durchgehen. Wenn sie am Ende angekommen sind und das Bild nicht gefunden haben, gehen sie wieder ganz zum Beginn zurück und suchen wieder nach unten. Und dafür ist dieses Interface natürlich nicht besonders gut geeignet. Und deswegen haben wir mit verschiedenen Alternativen experimentiert und sind schlussendlich dann auf diese Version gekommen, ein 3D-Ring, der durch die 3D-Perspektive den Bildschirmplatz viel besser ausnützen kann. Das heißt, natürlich sind da hinten Bilder verzerrt und viel kleiner dargestellt und nur die Bilder vorne kann man wirklich gut erkennen. Trotzdem ist diese, es gibt jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man genau weiß, wie ein Bild aussieht und das Bild sehr markant ist, dann kann man das schon hinten auch erkennen. Also wenn jemand zum Beispiel ein Bild von einer Person, also ein Porträtfoto sucht, im Vordergrund eines einer roten Wand, ich glaube, dann kann man das sehr gut schon hier erkennen, dass das hier ist. Und mit einem Klick kommt man auch sofort dorthin. Es ist außerdem sehr intuitiv zu verwenden. Man kann das entweder mit dem Mausrad drehen, man kann hineinzoomen, vor allem jetzt mit mobilen Geräten, mit Tablets oder Smartphones. Und man kann eigentlich sehr viele Bilder gleichzeitig darstellen. Also hier sieht man 150 Bilder zum Vergleich. Das sind circa 16 Bilder. Und man braucht trotzdem nicht viel mehr Platz. Zusätzlich ist auch noch der Vorteil, wenn man jetzt durch diese ganze Liste sucht und hier angekommen ist, könnte man jetzt sofort von vorne wieder beginnen und das unterstützt diese Suchstrategie, die wir auch oft schon beobachtet haben. Dieses Beispiel ist auch zusätzlich noch inhaltsbasiert sortiert nach Farbe. Das könnte man nach allen möglichen Dingen sortieren. Wir haben das einfach mit Farbe sortiert, weil wir gewusst haben, aufgrund von anderen Untersuchungen, dass das schon also dass das Suchverhalten üblicherweise einfach positiv beeinflusst. Und wir haben auch unterschiedliche Perspektiven getestet. Das heißt, eine vertikale Version, eine frontale Version, auch viele andere Dinge und sind trotzdem dann zu dem Schluss gekommen, durch Benutzerbefragungen, dass eigentlich diese horizontale Version am besten funktioniert und am intuitivsten auch funktioniert. Gut, nachdem wir das farblich sortiert haben, oder wir wollten es auch farblich sortieren, sind wir drauf gekommen zunächst, es gibt zwar schon Farbsortieralgorithmen für eine Liste von Bildern, die sind aber sehr unbrauchbar für eine Liste oder für ein solches Interface, wie wir das verwenden. Es gibt zum Beispiel diesen Multidimensional Scaling Approach. Die Idee dahinter ist einfach die, dass man einen multidimensionalen Vektor abbildet auf einen zweidimensionalen Vektor. Das heißt zum Beispiel ein Histogramm mit 256 Werten auf X und Y.
und dabei landen dann Bilder mit ähnlichen Histogrammen an der gleichen Position. Das hat den großen Nachteil, dass es da Überlappungen gibt. Also vor allem, wenn man sehr viele Bilder verwendet. Als Abhilfe kann man natürlich hierarchische Verfeinerung verwenden, aber trotzdem ist das auch nicht ganz optimal. Es hat andere Vorschläge gegeben, zum Beispiel diesen Globus hier unten, wo ja, Längen- und Breitengrad verwendet wurden, um eine bestimmte Farbe darzustellen. Das Problem dabei ist wiederum, dass es auch ein Problem ist, wenn dann zwei Bilder die gleiche Farbe haben und die auf der gleichen Position landen. Und deswegen haben wir einen eigenen Algorithmus dann entwickelt. Der Algorithmus ist im Grunde sehr einfach. Er betrachtet bei jedem Bild die dominante Farbe und teilt diese dominante Farbe in 16 Bereiche ein, in Anlehnung an den Farbkreis im HSV-Farbraum, mit dem Zusatz, dass sehr helle und sehr dunkle Bilder extra behandelt werden. Also die kommen am Beginn und am Ende dazu und dann dazwischen wird das wirklich nach diesen Farbtönen sortiert. Und innerhalb eines Farbtons, also das heißt, wenn man das Glück hat, dann würden von all diesen 16 Farbtönen viele Bilder vorhanden sein. Wenn man Pech hat, gibt es vielleicht nur Grün und Rot. Aber jedenfalls muss man innerhalb dieses Bereichs auch nochmal sortieren und dafür verwenden wir ein Histogramm mit euklidischer Distanz, einfach wird das dann sortiert. Und das, ja, wir haben da verschiedene Dinge ausprobiert, RGB-Farbhistogramm zum Beispiel mit 64 Pins, mit 512 Pins, Farblayout, Helligkeitshistogramm und so weiter und sind dann drauf gekommen, dass eben dieser Algorithmus, den ich da gerade erklärt habe, mit 64 Pins, also da ist im Grunde, das sind diese 16 Levels plus Helligkeit und Sättigung noch mit jeweils 4 Pins. Das hat eigentlich am besten funktioniert, beziehungsweise am intuitivsten für die Benutzer. Und so sieht das dann aus, wenn man jetzt 1000 Bilder sortiert. Und das ist völlig egal, das ist eigentlich nur eine Sortierung einer Liste und das kann man dann flexibel mit allen möglichen Interfaces verwenden. Okay, wir haben das dann auch evaluiert. Das heißt, wir haben unser 3D-Interface verglichen mit einem Grid-Interface. Beide Interfaces haben farbsortierte Bildlisten verwendet, 150 Bilder. Und durch Benutzerstudien sind wir dann drauf gekommen, dass dieses 3D-Interface tatsächlich signifikant schneller ist in der Suche und auch bei den Benutzern von der Bewertung her bevorzugt wird. Zusätzlich haben wir diese Bereiche im Interface eingeteilt in sogenannte Target Groups, je nachdem, wo das zu suchende Bild untergebracht war. Und das ist unten in dem Diagramm aufgezeichnet. Das heißt, erste Targetgruppe bis zehnte Targetgruppe. Violett ist das 2D-Interface und braun das 3D-Interface. Und man sieht da einen linearen Anstieg. Das heißt, wenn das Bild hier war, ist das relativ schnell gegangen natürlich. Je weiter hinten das war, zumindest im 2D-Interface, desto langsamer. Das ist eigentlich nachvollziehbar. Wobei es da schon eine gewisse Sättigung gegeben hat durch diese Farbsortierung. Das heißt, die Leute haben ungefähr erahnen können, wo das Bild sich befindet aufgrund der Farbe. Bei dem 3D-Interface allerdings sieht man, dass das zwar am Anfang recht hoch ist, aber dann weiter zurückgeht und sich besser stabilisiert. Und wir haben gerade aktuelle Studien durchgeführt, die auch zeigen, wenn man mehr Bilder verwendet, zum Beispiel 400 Bilder, dann sieht das noch viel besser aus, wenn man nicht dieses Grid-Interface verwendet. Also dort bei dem Grid-Interface steigt das wirklich dann immer weiter ziemlich linear an. Okay, das war jetzt der erste große Teil des Vortrages. Es geht jetzt weiter mit dem Bereich der Medizinvideoanalyse bzw. Endoskopievideos. Karl Storz, das ist eine Herstellerfirma für Endoskope, ist aufgrund unserer Inhaltsanalysemethoden auf uns gestoßen und hat uns dieses Problem vorgestellt, dass im Bereich der Medizin bei Chirurgen gibt es den Trend, Videos von Operationen aufzuzeichnen, also diese Videos, die Sie während der Operation am Bildschirm auch sehen, die werden dauerhaft aufgezeichnet. Das heißt, es mit jedem Tag wächst dieses Videoarchiv extrem an. Im Laufe der Zeit ist das wirklich, sind das viele, viele Terabytes und alle Videos sind ähnlich. Das heißt,
man kann da relativ schwer automatische Suche anwenden und auch interaktive Suche bei den momentanen Systemen ist sehr, sehr schwierig. Wir waren da zum Beispiel beim Professor Keckstein vom LKH Villach, ist ein Gynäkologe aus Villach, der hat uns das mal gezeigt, wie er Videos von einer Patientin findet. Und der ist dann, ich glaube, noch 15 Schritten das erste Mal zum Video gekommen und hat gesagt, er verwendet das eigentlich nie, weil das viel zu kompliziert für ihn ist und auch viel zu lange dauert. Deswegen ist das Ziel, dass man durch automatisierte und interaktive Methoden diese Videos besser durchsuchbar macht. Und da gibt es bei uns eben zwei Projekte, CodeMM und EndoVIP. Wir arbeiten mit verschiedenen medizinischen Experten auch zusammen, unter anderem auch dem Professor Jakimowitsch aus Eindhoven. Was sind die Probleme dabei? Ich habe schon erwähnt, alle Videos sind ziemlich ähnlich. Alle haben circa die ähnliche Farbzusammensetzung. Es gibt immer wieder die gleichen Instrumente, es werden gleiche Strukturen gezeigt. Es ist sehr unruhig, das Bild, weil natürlich das Endoskop wird mit der Hand ja geführt. Dann ist zusätzlich ein Problem, dass es viele unscharfe Szenen gibt. Ganz einfach deswegen, wenn Gewebe entnommen wird, dann stört das einfach das Bild. Oder auch eine Spülung durchgeführt wird, wird einfach das Bild unscharf. Die Kamera hat zudem einen fixen Fokus. Das heißt, wenn das nicht genau im richtigen Abstand gehalten wird, dann ist das Bild auch unscharf. Zusätzlich ist es so, dass die Chirurgen oft hergehen, während der Operation das Endoskop herausnehmen, es neben den Patienten und die Patientin legen, irgendetwas machen und dann später wieder hinein. Und die Videoaufnahme läuft weiter. Das heißt, das sind sogenannte Out-of-Patient-Szenen, die auch nicht viel bringen. Also die will man eigentlich nicht dabei haben. So, unscharfe Szenen sollen entfernt werden, Out-of-Patient-Szenen sollen entfernt werden. Weiteres Problem ist auch, es gibt dieses sehr spezifische Bild für Endoskopie, wo man eigentlich nur einen Kreisausschnitt sieht und der Rest ist schwarz. Manchmal allerdings verwenden die Chirurgen Zoom. Das heißt, sie zoomen dann in diesen Bereich hinein und dann sieht man halt nur diesen rechteckigen Bereich. Aber ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis ist, aber ich würde sagen 50-50 circa. Und das Problem ist natürlich, wenn man da jetzt Inhaltsanalyse ausführt auf dem schwarzen Bereich, bringt das gar nichts. Also das wird nur Zeitverschwendung, dauert lange, aber bringt keine Information. Es gibt auch Probleme bei der Speicherung. Ich werde da später noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Jedenfalls die große Idee dahinter bei diesen Projekten ist es, dass man durch Inhaltsanalyse und zum Beispiel auch Interaktion oder gewisse Methoden einfach diese Videos durchsuchbar macht. Das heißt, in allen Untersuchungsräumen werden Videos erstellt, in Operationsräumen werden Videos erstellt, die sollen alle irgendwo zentral gespeichert werden. Das ist momentan auch nicht überall der Fall, sondern die sind irgendwo zerstreut. Jeder Chirurg hat seine eigenen Videos. Sollen zentral gespeichert werden, dann soll es automatisch analysiert werden, unscharfe Szenen sollen entfernt werden, Out-of-Patient-Szenen sollen entfernt werden und die übrigbleibenden Daten sollen dann aufbereitet werden, damit man zum Beispiel Ähnlichkeitssuche ausführen kann, um Patientenvergleiche durchzuführen oder um Bilder zu entnehmen. Chirurgen brauchen sehr oft scharfe Bilder von Operationen, da tut es sich extrem schwer, wirklich ein scharfes Bild schnell zu finden. Viele andere Dinge. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben diese Speicherplatzreduktion, weil das einfach so schnell ansteigt. Und für dieses Problem haben wir uns auch schon einige Methoden angeschaut, zum Beispiel die Kreiserkennung gemeinsam mit Bernd Münzer. Da geht es darum, wie kann man jetzt diesen Kreis in dem Endoskopievideo erkennen. Das Problem ist nämlich, der ist nicht für das gesamte Video in der gleichen Position, sondern der bewegt sich. Warum das so ist, das weiß ich nicht ganz genau, aber es hängt irgendwie mit der Optik zusammen. Das heißt, man muss da eigentlich bei jeder Sekunde, vielleicht nicht bei jedem Bild, aber bei jeder Sekunde überprüfen, wo befindet sich dieser Kreis und das dann vermerken. Beziehungsweise, wenn das ein gezoomtes Bild ist, natürlich muss das zuverlässig erkannt werden als solches und dass nicht wichtige Informationen verworfen werden. Ja, und da haben wir eine Methode entwickelt, die verschiedene Dinge einfach verwendet, wie Kantenerkennung, Haft-Transformation und so weiter, um festzustellen, ist da jetzt ein Kreisausschnitt vorhanden oder nicht und wenn ja, wird das vermerkt. Dabei sind wir draufgekommen,
dass sehr oft dieser Bereich, also dieser schwarze Rahmen, nicht ganz schwarz ist. Also man sieht das da vielleicht ganz ein bisschen. Da ist eine gewisse Struktur dahinter, auch wieder bedingt durch die Optik. Und das verschwendet Speicherplatz. Das heißt, man kann das Video nicht gut komprimieren, weil es eben nicht rein schwarz ist, sondern es ist da Information in dem Schwarz enthalten und das muss dann durch viele zusätzliche Bits gespeichert werden. Und deswegen war auch eine Arbeit, dass wir versucht haben, einfach den Bereich mit Schwarz zu übermalen, also beispielsweise Schwarz. Es ist ganz interessant, diese Arbeit der Kreiserkennung ist letzte Woche von Bernd Münzer in Porto vorgestellt worden auf einem Medizinworkshop. Und da hat jemand angemerkt, dass diese Struktur, die da enthalten ist, könnte man eigentlich verwenden, um die, also diese Störung innerhalb des wichtigen Bereichs zu entfernen. Also Image Denoising auf Basis von dieser Struktur, weil die ähnlich sind. Und das wäre auch noch eine interessante Idee für die nahe Zukunft. Jedenfalls ein Beispiel hier. Da sieht man eine Visualisierung der Komprimierung. Das sind H264 Makroblöcke. Und man sieht innerhalb des Kreises, was da blau visualisiert ist, das sind prädiktiv kodierte Makroblöcke mit Abhängigkeit zu vorhergehenden oder nachfolgenden Frames. Rote Blöcke sind intrakodiert, also ohne Referenzen, nur das Bild alleine. Und grün sind die sogenannten Skipped-Blöcke. Skipped-Blöcke können sehr effizient gespeichert werden in komprimierten Strom. Die brauchen so gut wie keine Bits und keine Motion Vector, gar nichts. Und man sieht, dass die sind hier nicht besonders gut in Verwendung, wenn man das originale Video nimmt. Wenn man allerdings den Bereich mit Schwarz übermalt und das visualisiert, dann sieht man, dass hier im Auswahlbereich nur Skip-Blöcke verwendet werden und dadurch erspart man sich dann schlussendlich ca. 10-50% an Speicherplatz, interessanterweise sogar. Also es ist relativ viel, kommt aber auch auf das Video selbst drauf an. Also nicht jedes Video ist gleich schlecht in diesem Bereich. Sieht man hier auch, ob das jetzt zum Beispiel viel Out-of-Patient beinhaltet oder ob es ein SD- oder HD-Video ist. Also diese Dinge spielen hier eine große Rolle. Gut, also damit bin ich schon fast am Ende meines Vortrages. Ich möchte jetzt noch ganz kurz auf die Forschungsziele der nahen Zukunft eingehen. In dem Medizinprojekt würde ich sehr gerne mir anschauen, wie kann man jetzt effizient diese Video-Collection interaktiv durchsuchen. Das ist jetzt ein Beispiel von sogenannten Frame-Stripes, wo man bei jedem Bild des Videos die zentrale Spalte herausschneidet und das nebeneinander aufträgt. Und das ist eine abstrakte Visualisierung des Inhalts. Das kann man als Übersicht verwenden über alle Videos oder innerhalb des Videos für die Navigation, für die Unterstützung der Navigation. Zum Beispiel hier würde man erkennen, das ist eine Szene out of patient. Chirurgen haben immer ein so leicht grünes Gewand an. Würde man sofort erkennen, man braucht nur draufklicken und dann ist man an der Position im Video. Blut erkennt man übrigens auch sehr, sehr gut in solchen Visualisierungen. Das Zweite, was ich mir auch gerade anschaue, ist, wie kann man repräsentative Bilder aus den Videos entnehmen, nämlich solche, die möglichst unterschiedlich sind. Es ist nämlich bei Endoskopie-Videos der Fall, dass über die Zeit oft nicht viel passiert und dann wieder sehr viel. Es macht jetzt nicht viel Sinn, wenn man da alle 10 Sekunden ein Bild entnimmt, da hat man sehr viele ähnliche Bilder. Und wie ich gerade erwähnt habe, es gibt auch sehr viele unscharfe Bilder und da wäre jetzt eine Möglichkeit durch sogenannte Keypoints von Orb, das ist eine Methode dafür, Punkte in den Bildern zu erkennen, die markant sind und diese Punkte dann zwischen den einzelnen Bildern des Videos zu vergleichen, um nur solche Bilder dann zu finden, die sich stark zu den letzten Bildern unterscheiden. Und zusätzlich könnte man auch, das ist auch schon teilweise implementiert, könnte man Difference of Gaussians verwenden, um Schärfe zu überprüfen, das heißt unscharfe Bilder gleich wegzufiltern. Aber das ist alles noch nahe Zukunft, beziehungsweise ist noch im Laufen. Auch nahe Zukunft ist das Projekt Next Generation Video Browsing. Das ist ein FWF-Projekt, wo ein Postdoc und ein PhD, also Marco Hudelist und Claudio Corbasan, arbeiten, beziehungsweise einige Masterstudenten und das von FWF
gefördert wird, beziehungsweise auch durch Lakeside Labs unterstützt ist. Da geht es um die Forschungsfragen, wie kann man jetzt die Sensoren von mobilen Geräten für die interaktive Suche oder für das Visual Browsing verwenden, welche Interfaces sind möglich durch diese Multi-Touch-Interaktion oder KIP-Interaktion und so weiter. Und nachdem diese Geräte relativ leistungsstark sind, wie könnte man jetzt während der Aufnahme eines Videos das Video schon teilweise analysieren, um das dann unmittelbar nach der Aufnahme gleich besser durchsuchen zu können. Und der letzte Punkt, auch ganz interessant, wie kann man mehrere Geräte kombinieren, um gemeinsam in einem Datenbestand zu suchen und schneller zum Ergebnis zu kommen. Gut, längerfristig oder mittelfristig eigentlich möchte ich mich sehr stark mit Beschreibung von Videosegmenten befassen. Also wir haben eigentlich jetzt schon im Medizinprojekt begonnen, das Video in einzelne kleinere Segmente zu unterteilen, sogenannte Shots. Die müssen dann zusammengefasst werden zu semantischen Szenen und dann müssen für diese Szenen Deskriptoren erstellt werden und mit diesen Deskriptoren kann man dann Ähnlichkeitssuche durchführen. Es gibt da schon einiges an Forschung, allerdings verwenden fast alle Bilder als Repräsentation oder Bildfeatures als Repräsentation für die Segmente. Das funktioniert hier mit Sicherheit nicht, das haben wir schon probiert. Da muss man temporale Features verwenden, also muss man die Zeit oder die Bewegung zum Beispiel auch irgendwie berücksichtigen. Und das ist ein ganz großes Thema, das wurde schon vor 5 Jahren von vielen Leuten angemerkt, dass sich mehr Leute damit beschäftigen sollen. Und das ist sicherlich nicht ganz so einfach und da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das durchführen könnte. Das wäre eben ein großes Thema, mit dem ich mich beschäftigen will, aber auch, wie man jetzt trotzdem weiter durch Interaktion die Suchperformance verbessern kann und auch durch dieses Expertenwissen eines Bereichs automatisierte Methoden wiederum verbessern kann. Also ganz einfaches Beispiel, wenn man jetzt weiß, wie diese Endoskopie-Videos aufgebaut sind, wie kann man bestehende automatische Methoden adaptieren, verändern, damit sie einfach ein viel besseres Ergebnis liefern. Also das ist so mein längerfristiges Ziel. Wir beschäftigen uns momentan mit eher Low-Level-Dingen und auf lange Frist möchte ich dann doch eher High-Level gehen, also Semantik in den Videos erkennen. Gut, damit bin ich am Ende des Vortrages. Danke für die Aufmerksamkeit.